Man muss sagen, das Internet wäre explodiert, wenn LeBron diesen Namen Das wäre bekommen so hätte. geil. Der Das wäre so LeBron geil James gewesen. Clutch Player of the Year Award. Aber ich finde, das gesamte Resümee muss da auch eine Rolle spielen und du musst in NBA History schon einen relativ hohen Stellenwert haben, um einen dieser Namen zu bekommen. Das ist der größte Sprung, Ja. den wir jemals gesehen haben, was Talent Absolut. angeht in der NBA. Und deswegen bin ich eigentlich bei dir. Ihm gebührt dieser Award. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fired. Wie immer ist es Donnerstag, 16 Uhr, und das bedeutet zwei NBA-Debatten mit vorgegebenen Rollenverteilungen. Bei Siebes debattieren wir heute darüber, wo Victor Wembanyama nächste Saison am besten fitten wird. Also das absolute Überprospect aktuell, droppt jedes Spiel 30 in der ersten französischen Liga. Da gucken wir, wo er landen wird in Siebes Debatte. Hier haben wir uns dazu entschieden, dass wir heute auf das Thema eingehen möchten: NBA Awards. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Alle NBA Awards, die man so kennt, haben plötzlich einen neuen Namen bekommen, wurden nach einem Spieler benannt, nach einer NBA-Legende. Und wir wollen uns das Ganze so ein bisschen angucken. Wer hat da jetzt eigentlich welchen Award bekommen? Und ist es auch immer gerechtfertigt? Oder gibt es manche Awards, wo wir sagen, okay, das ist auch ein bisschen komisch? Wir müssen einmal auflösen unsere ehrlichen Meinungen aus der letzten Woche. Da haben wir bei mir über die Celtics gesprochen und darüber, ob die Celtics unschlagbar sind. Du hast sie vertreten, du hast gesagt, sie sind unstoppable. Was ist deine ehrliche Meinung? Also unschlagbar sind sie natürlich nicht. Das hat man jetzt auch auf dem West Coast Trip gesehen. Gegen Golden State verloren, gegen die Clippers verloren, fast gegen die Lakers verloren. Aber In Overtime. die Lakers haben sich mal wieder selbst geschlagen. Aber sie sind für mich trotzdem aktuell der Top-Favorit auf den Titel. Dabei bleibe ich. Okay. Puh, Top-Favorit auf den Titel, weiß ich nicht, ob ich ihn gebe. Ich glaube, ich habe meine ehrliche Meinung vertreten, Okay. weil ich einfach davon ausgehe, dass diese historisch gute Offense nicht so lange und so auf dem Level halten wird. Aber wir werden es sehen. Und wenn Sie Ja. mich eines Besseren belehren, umso nicer. Wir müssen einmal noch den League Pass Gewinner aus der letzten Woche auflösen. Den seht ihr hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr könnt natürlich auch heute wieder zwei NBA League Pass Codes für einen Monat gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist kommentieren, Instagram-Namen dazu schreiben, damit wir euch kontaktieren können. Und schon nehmt ihr teil. Und jetzt kommen wir zu den Awards. Ich lese dir einmal vor. Und ich lese sie auch für euch da draußen einmal vor. Also, wir haben den MVP. Das ist ab sofort die Michael Jordan Trophy, Defensive Player of the Year, Hakeem Olajuwon Trophy, Rookie of the Year, Will Chamberlain Trophy, Sixth Man of the Year, John Havlicek Trophy, Most Improved Player, George Mikan Trophy und Clutch Player of the Year, ist eine neue Trophäe, ist die Jerry West Trophy. Ja. Mit welcher willst du anfangen? Du bist der Gast. Wir wollen über alle ein bisschen sprechen, ob es gerechtfertigt ist, ob es nicht gerechtfertigt ist. Also erstmal möchte ich vorab sagen, es wird ja im Netz schon wieder viel diskutiert. Die sollte so heißen, die darf nicht so heißen. Ich sehe es nicht als die große Kontroverse an, weil es am Ende des Tages nur der Name einer Trophäe ist. Aber ich finde es trotzdem spannend, darüber zu diskutieren. Wie hat sich das jetzt ergeben? Wo passt welcher Name? Wo hätte vielleicht ein anderer Spieler es mehr verdient gehabt? Aber ich glaube nicht, dass jetzt Spieler, die hier vielleicht außen vor gelassen worden sind, jetzt enorm disrespected worden sind, weil du musst nur mal jemanden picken, ne? Das nicht, aber es ist schon so, du hast gerade gesagt, das ist am Ende nur der Name von einer Trophäe. Es gibt ja schon Trophäen wie die Larry O'Brien Trophy, die kennt man unter dem Namen. Da sagen Ja. selbst die Spieler, I wanna take Stimmt. Larry O'Brien home. Also Stimmt. vielleicht wird das jetzt auch so eine Dynamik entwickeln. Das weiß man jetzt im Moment noch Okay, nicht. also wenn ich anfangen darf, würde ich mit dem Namen anfangen, mit dem ich, wo es in meinen Augen am wenigsten zu diskutieren gibt. Und ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Das ist für mich tatsächlich die Will Chamberlain Trophy. Ja, Und das ist der Rookie of Rookie the des Year. Jahres. Ja. Und erstmal, wenn man an Will denkt, dann denkt man vielleicht eher an einen Award wie Most Dominant Player of the Year oder aber sowas gibt es ja nicht. Und da muss man sich einfach mal vor Augen führen, was der für eine Rookie-Saison gespielt hat. 37,6 Punkte und 27 Rebounds als Rookie. Ja. Das wird es nie wieder geben. Das ist die beste Rookie-Zeiten in der Geschichte dieses Sports. Das wird nie wieder jemand nachmachen. Er kam rein, war sofort dominant. Und deswegen finde ich da eigentlich, da fällt mir auch niemand ein, wo man sagt, okay, aber der hätte es sein müssen, weißt du? Ja, es ist 1960 für euch da draußen, also 59, 60 kam Wilt in die NBA und ja, die Zahlen sind halt verrückt, also 37 und 27 in 46,5 Minuten wurde Rookie des Jahres und MVP im Ja. gleichen Jahr. Ein Spieler, dem das auch gelungen ist, über den sprechen wir gleich. Und Wilt Chamberlain hat aber vor allem Philadelphia von 32 Siegen zu 49 Siegen und in die zweite Playoff-Runde geführt. Also er hat einen super Case und er ist wahrscheinlich der stärkste, dominanteste Rookie ever. Ich habe mir dann trotzdem
den Spaß gemacht, ein paar andere Rookies rauszusuchen. Der erste, den ich mir angeguckt habe, war Wes Unseld. Mhm. Du weißt es, das ist der einzige Spieler sonst neben Wilt, der auch MVP wurde in seiner Rookie-Saison. Seine Stats sind so ein bisschen underwhelming, 14 Punkte, 18 Rebounds. Aber er hat seine, ich glaube, ja, bei den Bullets war er, genau, er hat damals die Bullets von 36 Siegen zu 57 Siegen geführt. Also quasi das Team einmal komplett umgeändert. Trotzdem finde ich, die Stats geben es nicht wirklich her, mhm, vor allem nicht gegen Wilt. Dann dachte ich mir, der nächste Kandidat Kareem, möglicherweise. Mhm. Kareem hatte 28 und 14, hat die Bucks auch zu einem Playoff-Team gemacht. Also diese absoluten Top-Legenden haben alle einen Case in die Richtung. Den ich auf jeden Fall noch erwähnen will, also ich habe auch Duncan gecheckt, Bill Russell, Jerry West, Magic und Bird. Aber der, der mir am besten gefallen hat, war eigentlich Oscar Robertson. Mhm. Oscar Robertson kommt in die NBA und droppt in seiner Rookie-Saison 30, 10 und 9,7. Mhm. Also quasi ja, in der Rookie-Saison fast schon das Triple-Double als Saisonschnitt, aber hat nicht wirklich groß was geändert am Team-Record. Und dann noch meine Frage an dich. Diese Awards zählen ja nur für die Regular Season, richtig? Richtig. Ist das ein bisschen schade für Magic Johnson? Weil Magic könntest du den Claim machen, der hat die beste Rookie-Saison ever gespielt. Der kam in die NBA zu den Lakers, hat 18, 7 und 7 aufgelegt, ist von einem 47-Siegeteam zu einem 60-Siegeteam, ist Champion geworden und, wir wissen es alle, wurde sogar Finals-MVP. Ja, vielleicht haben wir irgendwann die Rookie of the Finals-Trophäe noch. Wahrscheinlich. Die fehlt dann noch, ja. Die Magic Johnson Rookie of the Finals-Trophäe. Aber dann sind wir uns einig, also Will Chamberlain verdient es auf jeden Fall. Passt, kann man nichts gegen sagen. Passt auf jeden Fall. Wollen wir zu jemandem gehen, wo es so ein bisschen kritischer ist oder wo die Leute zumindest drüber diskutieren? Gerne, ja. Ich würde sagen, die krasseste Diskussion gibt es um Most Improved Player. Ja. Ich würde aber gerne erst zu Defensive Player of the Year, weil da gibt es auch ein bisschen Diskussion. Ist nach Hakeem Olajuwon benannt. Natürlich, wenn man an Hakeem denkt, denkt man als erstes super Verteidiger. Klar, zweimal Defensive Player of the Year. Aber es gibt andere Kandidaten, die haben den Award deutlich öfter gewonnen und waren dementsprechend laut dem Award eigentlich die stärkeren Defender. Ja, stimmt. Ich finde aber, du kannst nicht nur danach gehen, wer hat diesen Award am häufigsten gewonnen. Wenn man sich das anschaut, dann haben Ben Wallace und Mutombo viermal den Award gewonnen. Ja. Und Gobert und Dwight Howard jeweils dreimal. Ja. Gobert ist noch aktiv, Dwight Howard auch, zwar nicht in der NBA, aber er spielt noch. Aktiven Spielern kannst du es einfach nicht geben, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir sprechen über Ben Wallace und Dikembe Mutombo, die den Award häufiger gewonnen haben, ja. Aber sie sind natürlich, was die gesamte Karriere oder das gesamte Schaffen auf dem Feld, weit, weit weg von Olajuwon, der natürlich wirklich einer der besten Spieler aller Zeiten ist. Wir sprechen über Top 12, Top 13 All-Time. Da sind die beiden weit weg. Und ja, die beiden haben den Award häufig gewonnen und sind extrem geprägt. Aber ich finde, das gesamte Resümee muss da auch eine Rolle spielen. Und du musst in NBA History schon einen relativ hohen Stellenwert haben, um einen dieser Namen zu bekommen. Und er ist der All-Time-Leader in Blocks. Er war auch ein einer der besten Defender aller Zeiten. Also ist jetzt nicht so, dass er, nur weil er den Award nur zweimal gewonnen hat, da weit hinter Wallace und Mutombo anzusiedeln ist. Deswegen habe ich mit dem gar nicht so ein großes Problem. Ja, also noch ergänzend, er war neunmal All-NBA Defense. Er ist auch Nummer 9 bei den All-Time Steals, Nummer 1 bei den All-Time Blocks, hast du schon gesagt. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen mit Dwight Howard geliebäugelt. Mhm. Einfach, weil ich mir dachte, okay, Dwight Howard hat ihn halt 3 Jahre in Folge gewonnen. Das ist schon auch ein Mega-Statement für seine Defense damals. Aber immer wieder, wenn ich mich gefragt habe, okay, Dwight Howard oder Hakeem, habe ich halt überlegt, okay, wer ist denn der insgesamt bessere, vielseitigere Verteidiger? Und es ist nun mal so, dass Hakeem halt auch am Perimeter draußen verteidigen konnte. Und das konnten die anderen alle nicht, die wir gerade genannt haben. Und das wäre auch ein komischer Look gewesen. Du lässt ihn bei der Top 75 raus und gibst ihm dann aber diese Ehre über Hakeem. Das wäre auch nicht irgendwie konsistent gewesen, ne? Es wäre vielleicht eine Wiedergutmachung gewesen, aber es wäre nicht konsistent gewesen. Ja, okay, also da sind wir mal auf eure Meinung gespannt. Wir beide können mit Hakeem auf jeden Fall leben, aber ja, Ben Wallace, Dikembe, Dwight Howard, Gobert mögliche, aber Gobert ist noch aktiv. Ja, also ich finde, Dwight Howard ist nicht mehr aktiv. Ja. Ich glaube, den sehen wir nicht mehr in der NBA. Aber okay, dann hast du einen Pick, über den du reden möchtest? Habe ich einen Pick? Vielleicht eine Award, bei dem es vielleicht relativ schnell gehen könnte, MVP? Michael Jordan? Michael Jordan, ja. Also, wer kommt noch in Frage? Kareem hat sicherlich einen Case, weil er eben auch einer der besten
drei, vier, fünf besten Spieler aller Zeiten ist und eben sechs MVPs gewonnen hat. Also genau. Da kann man wirklich diesen Case machen. Da funktioniert der Case besser als gerade beim Vergleich Mutombo Wallace, weil Kareem eben auch in dieser, ja, er ist durchaus auch in dieser Gold-Konversation, zumindest in dieser Top 3, Top 4 Konversation, und der hat den Award häufiger gewonnen. Da kann ich so ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite ist Michael Jordan einfach das Gesicht dieses Sports und du hättest dieses Announcement eigentlich nicht machen können, ohne dass der Name Michael Jordan in dieser Liste auftaucht. Das stimmt. Was ich mich gefragt habe, ist, warum nennt man denn nicht die Topscorer-Krone einfach nach Michael Jordan? Guter Punkt. Er hat sie 10-mal gewonnen in 13 Jahren bei den Bulls. Ja. Mhm. Warum nicht einfach die Scoring-Krone nach ihm benennen? Ja. Bei Kareem hat schon einen Case. Er hat, wie gesagt, einen MVP mehr. Er hat 6 MVPs in 10 oder 11 Jahren gewonnen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, auch im Vergleich mit Michael Jordan. Und du sagst es selber, beim GOAT-Case, die Leute gehen zwar alle in Richtung Michael Jordan mittlerweile, aber Kareem hatte lange Zeit einen GOAT-Case und hat eine der beeindruckendsten Basketballkarrieren, die wir jemals gesehen haben. Also es ist nicht so weit weg, das ganze Ding auch nach Kareem zu benennen. Absolut. Was man vielleicht noch sagen könnte pro Michael, dass er immer der eindeutige MVP seines Teams war. Kareem, weil er eben auch eine sehr lange Karriere gespielt hat, hatte natürlich auch die späteren Jahre. Er hat ja, glaube ich, auch nur 2 Finals-MVPs gewonnen, weil er einfach sehr, sehr gute Teams hatte. Also er hatte eben auch viele Saisons, in der er nicht mehr die unangefochtene Nummer 1 in seinem Team war. Deswegen Michael einfach über die gesamte Karriere hinweg immer der MVP seines Teams. Er hätte wahrscheinlich auch 7 oder 8 MVPs gewinnen können oder sagen wir 6 oder 7. Ich finde, da kann man drüber streiten, aber da kann man niemandem böse sein. Das ist schon okay. Ja, und man kann wirklich sagen, was ist denn der wichtigste Award jedes Jahr? Es ist der MVP. Der MVP sagt aus, das war der beste Spieler. Und wenn man den dann nach Michael Jordan benennt, macht schon irgendwo Sinn. Genau. Nachdem er der beste Basketballspieler aller Zeiten wahrscheinlich für die meisten da draußen ist. Genau, und für die sagen, es ist LeBron, der kann es nicht bekommen, weil er noch aktiv ist. Also ja, deswegen ist es auch ein legitimer Case. Ja, und LeBron hat auch nur 4. Richtig. LeBron hat nur 4 MVPs bisher gewonnen. Vielleicht kommt noch einer. Okay, Sixth Man of the Year. Ja. Finde ich mega spannend. Aha. John Havlicek, für euch da draußen, Celtics-Legende, hat 7 oder 8 Titel gewonnen mit den Celtics. Absoluter Fanliebling auch. Es gibt diese Retirement-Videos von ihm in seinem letzten Spiel, wo der Boston Garden wirklich 5 Minuten lang oder länger Standing Ovation gibt. Der kommt gar nicht zu Wort. Die Leute hören einfach nicht auf zu jubeln. Also eine unglaublich krasse Karriere, extrem große Legende. Und Sixth Man of the Year, weißt du wieso? Weil er die ersten 7 Jahre seiner Karriere von der Bank kam. Ja, und das bei einem Spieler, der in dieser Zeit 4-mal All-Star wurde, der Champion wurde, der diese Spiele für die Celtics immer geclosed hat. Aber es war irgendwie seine Rolle bei den Celtics, dass er von der Bank kommt. Und ich glaube, in den 60ern war sowas auch noch viel egaler als heute. Absolut, absolut. Aber man hat es trotzdem nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Wenn man sich den Case dann anguckt und gerade auch die Stats dazu anschaut in diesen 7 Jahren, da muss man schon sagen, kann man auch definitiv mit leben. Also er hat in den 7 Jahren 80, 80, 75, 71, 81, 82 und 82 Spiele gemacht. Also war auch wirklich immer available. Ja. Und die Stats waren einfach auch herausragend. Also ich pick mal 2, 3 Saisons heraus. Da haben wir einmal 21,6 Punkte, 7 Rebounds, 5,4 Assists. Jahr davor 20,7 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,7 Assists. Das sind sehr, sehr gute Starter-Stats auch schon. Ja. Er hat aber, muss man dazu sagen, in diesen Saisons auch fast Starter-Minuten gespielt. Dennoch kam er von der Bank. Kann man nichts gegen sagen. Also Alternativen wahrscheinlich Lou Williams und Jamal Crawford, die den Award 3-mal gewonnen haben. Auch da bis vor kurzem noch aktiv gewesen und eben nicht dieses Overall-Standing in NBA History. Ne? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und was man auch sagen muss, der Award wurde ja erst 83 eingeführt. Dementsprechend konnte Havlicek ihn in seiner Karriere gar nicht gewinnen. Und das finde ich eigentlich genauso cool beim Finals-MVP mit Bill Russell, wo man im Nachhinein auch sagt, ey, Bill Russell war wahrscheinlich fast in jeder Finals-Serie, die er gespielt hat, der Finals-MVP. Aber den Award gab es damals halt nicht. Lass uns den Award nach ihm benennen. Ganz genau. Und ich finde, das funktioniert bei Havlicek auch ganz gut. Vielleicht haben die Celtics dann irgendwann alle Awards auch für sich, weil sie in den 60ern immer alles abgeräumt haben. Nee, aber können wir gut mit leben. Ich frage dich mal zum einem der kontroversesten, und zwar einfach nur deswegen, weil es den Award vorher nicht gab, Clutch Player of the Year und dann auch noch nach Jerry West. Also das ist quasi gleich 2-mal irgendwie kontrovers. Was hältst du überhaupt von dem Award und was hältst du dann von Jerry West als Namensgeber? Ja, ich weiß nicht, ob du den
Award gebraucht hättest. Ich bin gespannt, wie sie es bewerten. Ob sie da wirklich rein nach diesen Stats gehen, enge Spiele, letzten 5 Minuten, Score within 5 und so weiter, wie man es kennt. Oder wie das genau bewertet wird. Es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, noch jemanden zu ehren, der vielleicht im MVP-Race keine Chance hat, weil das Team nicht so gut ist. Ich denke da an Spieler wie Damian Lillard zum Beispiel, der da natürlich aufgrund des Portland-Records nie in der MVP-Konvo sein wird, aber der vielleicht so sich einen Award verdienen kann. Jerry West, was ich viel gelesen habe, sein Finals-Record, wobei sein Finals-Record ja nicht zwingend was mit Clutch-Situationen zu tun haben muss. Trotzdem ist es natürlich irgendwo kritisch, wenn man sich den Finals-Record anschaut. Meine Verschwörungstheorie, habe ich dir gestern, glaube ich, schon erzählt, die NBA hat den Award eingeführt und ihm gegeben, damit sie ihm in ein paar Jahren eventuell das Logo wegnehmen können. Ohne schlechtes Gewissen. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergrund. Natürlich nur mit dem Augenzwinkern. Aber ich meine, ich habe jetzt nichts gegen einen weiteren Award. Und ich habe mich auch so gefragt, was wäre die Clear-Cut-Alternative gewesen, wo man gesagt hat, okay, das hätte eigentlich der Clutch-Player sein müssen. Hast du einen Kandidaten? Oh, das ist eine gute Frage. Also bei Clutch-Stats, wenn du wirklich reinguckst, dann sind tatsächlich Michael Jordan und LeBron sehr, sehr weit vorne. Ja. Aber das hängt auch natürlich mit der Häufigkeit ab, in der sie überhaupt in diesen Situationen waren. Aber da sind die beiden wohl ziemlich weit vorne. Man muss sagen, das Internet wäre explodiert, wenn LeBron diesen Namen bekommen hätte. Das wäre so geil. Das wär LeBron so geil James gewesen. Clutch Player of the Year Award. Das vor allem als aktiver Spieler noch. Ja. Also ich glaube, bei Jerry West schwingt natürlich mit, dass sein Spitzname Mr. Clutch ist oder Mr. Clutch war. Und das kommt halt mehr oder weniger von einer Aktion. Mhm. Und das war in den 1970er Finals in Spiel 3. Die Lakers sind hinten mit 2 Punkten, noch 3 Sekunden zu spielen. Das gegnerische Team hat gerade gescored und sie haben kein Timeout mehr. Das heißt, er bekommt den Ball unterm Korb gepasst von Will Chamberlain, macht 2 Dribblings, wirft von der Mittellinie, das Ding geht rein und dadurch geht das Spiel in die Verlängerung. Damals gab es noch keine Dreierlinie, dementsprechend wurde halt dieser Wurf nur mit 2 gewertet. Und deswegen heißt er ja Mr. Clutch. Und wahrscheinlich alleine aufgrund dieses Spitznamens haben sie ihm diesen Award gegeben, weil Finals-Record, ich weiß, was du meinst, Finals-Siege haben jetzt nicht nur mit Clutchness zu tun, aber es hat irgendwie mit Closing zu tun. Es hat damit zu tun, dass du den Job auch wirklich komplett erledigst. Und wenn dein Finals-Record 1-8 ist, also da würde selbst LeBron sagen, jo, das ist dann doch nicht mehr so geil. Ja, und diese Clutch-Shots haben eben viele andere Spieler auch, ne? Also klar, von der Mittellinie ist nochmal was anderes, wobei du da auch sagen kannst, das ist vielleicht auch, gehört auch ein bisschen Glück dazu, den von der Mittellinie zu treffen. Ja. Aber auch da, gut, es ist ein neuer Award, der Award wird wahrscheinlich den geringsten Stellenwert haben, ist ein nettes Gimmick und deswegen denke ich, kann man damit auch leben. Okay, gut, dann haben wir noch einen Award vor uns und das ist definitiv die kontroverseste Wahl und zwar der Most Improved Player of the Year Award, George Mikan. Mhm. George Mikan ist so der erste Superstar der NBA gewesen, das erste Gesicht, wenn man so will, der NBA, einer, der den Dunk wirklich richtig einsetzen konnte, vielleicht sogar einer der ersten, der überhaupt dunken konnte in der NBA und die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist, warum Most Improved? Hast du dir seine Karriere mal angeguckt und dass das so ein bisschen wenig Sinn ergibt? Ich habe es mir angeschaut und wenn man sich das wirklich anguckt, sein erstes Jahr, also es ist ja ein bisschen eine schwierige Situation. Er war ja bei den Chicago American Gears, das war ja sein erstes Team in der NBL, das war so ein bisschen der Vorreiter der NBA. Ja. Wenn man sich dann aber sein erstes NBA-Jahr anschaut, offiziell, dann hat er da direkt 28 Punkte und Rebounds wurden noch gar nicht getrackt, er hat 28 Punkte aufgelegt. Und danach sind die Stats eigentlich eher schon gedippt. Also er ist sehr früh gepeakt und man hat nirgendwo diesen Sprung, wo man sagt, okay, da hat er sich aber enorm verbessert. Er kam er war der erste Star Big Man, der erste richtige Star der NBA. Er war von Anfang an dominant, aber er hat nicht diesen Sprung gemacht. Also im Gegenteil, ab seiner Rookie-Saison in der dann neuen NBA ging es eigentlich eher bergab, oder? Ja, es ist komisch, weil er wurde auch in seiner Karriere 5-mal Champ, 4-mal All-Star, hat aber halt gar nicht, wie du sagst, lange überhaupt so richtig in der Liga gespielt. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, ob es da ein Statement gab von der NBA, warum jetzt George Mikan, aber uns fallen wahrscheinlich andere Spieler ein, die es deutlich mehr verdient hätten. Ich habe eine Legende dabei und einen aktiven Spieler. Ja. Ich nenne dir mal die Legende. Die Legende, die ich vorgeschlagen hätte, wäre Moses Malone. Aha.
Moses Malone, muss man dazu sagen, wurde auch aus der Highschool gedraftet, aber in die ABA. Hat von Anfang an ziemlich gute Zahlen aufgelegt, will ich gar nichts gegen sagen. Aber trotzdem, den Sprung, den er gemacht hat von diesem Highschooler, wo man, das war auch ein Riesenskandal damals, dass er sich zum Draft angemeldet hat und so weiter, dass er als erster Spieler nicht ans College geht, dass der dann mal zu einem MVP heranwächst und zu einem dreifachen MVP, einem der besten Rebounder, mehrfachen NBA-Champion, Finals-MVP, das hat damals keiner kommen sehen bei ihm. Und deswegen wäre er mein Legend-Pick. Mhm. Und aktiver Spieler, kannst du dir wahrscheinlich denken. Ja, habe ich auch zwei Namen im Kopf. Ich weiß, wen du nennen wirst. Ich würde sagen, Option 2 wäre für mich Kawhi Leonard. Option 1 wäre aber mit deutlichem Vorsprung dann Giannis. Muss man einfach, also ist, glaube ich, ganz klar. Und vielleicht sollte der Award in 20, 30, 40 Jahren nochmal umbenannt werden, wird er wahrscheinlich der Frontrunner sein. Weil wenn man schaut, wo er herkommt, wie er in die Liga kam und was er jetzt geworden ist, ja. Ich weiß nicht, ob es einen besseren, größeren Jump gab. Das ist so krass, er kam in die Liga als Small Forward, hat 7-4 geaveraged, war 18 Jahre alt und ist jetzt heute Shaq 2.0, ist der dominanteste Spieler unserer Generation, Champion, mehrfacher MVP, Defensive Player of the Year, Top 75 All-Time. Das ist der größte Sprung, den wir jemals gesehen haben, was absolut. Talent angeht in der NBA. Und deswegen bin ich eigentlich bei dir, ihm gebührt dieser Award. Oder aber auch da, er ist halt noch aktiv. Er ist noch aktiv. Vielleicht kriegt er ihn eines Tages. Aber wenn es ein aktiver Spieler für alle Awards verdient hätte, dann wirklich Giannis mit dem Sprung. Und das sage ich jetzt wirklich neutral, nicht jetzt mit der Bucks-Brille auf. Aber okay, dann sind wir durch alle Awards durch. Also nochmal, der MVP Michael Jordan, Defensive Player of the Year Hakeem, Rookie of the Year Will Chamberlain, Sixth Man of the Year John Havlicek, Most Improved Player George Mikan und Clutch Player of the Year Jerry West. Schreibt uns gerne mal eure Meinung zu den Awards in die Kommentare. Ist natürlich super spannend, sich auch so viel mit NBA History zu beschäftigen. Dann lernt man plötzlich, Havlicek kam von der Bank, Will Chamberlain wurde Rookie of the Year und MVP im gleichen Jahr. Also ist ganz cool, sich damit zu beschäftigen. Schaut auf jeden Fall bei Siebes vorbei. Bei ihm debattieren wir, wo Victor Wembanyama, also nicht mehr die Geschichte, sondern die Zukunft der NBA, wo er nächste Saison spielen wird. Schaut da auf jeden Fall rein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, Leute. Haut rein. Ciao.